Also es gibt drei Typen zum Ablenken, aber nur zwei Leute, die ablenken können. Vielleicht muss ich auch einfach nur die beiden ablenken, um den zu befreien. Und den dritten weiß ich nicht. Den können wir dann mit dem Typen da oben ablenken, weiß ich nicht. Aber ja, ich meine, ich kann ja nur mit dem was machen. Ah, Moment. Der ist jetzt abgelenkt. Wenn ich jetzt ganz schnell zu dem anderen gehe. Hachi! Sind die jetzt beide abgelenkt gleichzeitig? Ach so, meine Finger sind abgelenkt. Ich bin frei. Versammle die Kinder und überwältige den Koch. Ah. Lasst uns das Küchenregime stürzen. Der kann Truppe versammeln. Botschafter, bon appétit. Zu den Waffen. Ach, die mussten gleichzeitig abgelenkt werden. Ja, gut. Eine gelungene Konferenz. Gut gemacht, Junge. Jetzt kannst du mir helfen, alle Kinder zu befreien. Ein für alle Mal. Botschafter, hast du dir den Kopf gestoßen? Das ist verrückt. Es ist wahr. Im Zeppelin wollen fünf Botschafter das Ende der Kinderarbeit bewirken. Oh. Wurde auch Zeit, dass ihr Erwachsenen etwas tut. Wie die auf denen draufhüpfen. Ja, Kind, aber der ruchlose Baron hat die anderen Botschafter eingesperrt. Dieser Baron nutzt schmutzige Tricks, aber ich wette, ich kann sie aufhalten? Befreien? Irgendwas? Bitte beeil dich, die Konferenz beginnt schon in diesem Augenblick. Tschüss! Gut gemacht! Yay! Beeinflusse die Konferenz. Der Baron hat die Botschafter gefangen, damit sie nicht an der Konferenz teilnehmen können. Finde und befreie alle Botschafter, um die Konferenz zu beeinflussen und die Kinderarbeit ein für alle Mal zu beenden. Gut. Und ihr geht jetzt wieder zurück an die Arbeit trotzdem, oder was? Das ist ja Blödsinn. Ihr zwei moppeligen kleinen Narren. Ich war es nicht, er war es. Na gut. Dann schauen wir uns mal um. Ach so, es gibt ja auch jetzt wieder Kapriolen, ne? Ich weiß aber nicht. Die möchte ich mir mal kurz angucken. Kapriolen. Böse, böse. Aufgeschrieben. Blumenkind. Rira. Rutsch. Zerbrochen. Steward. Stapel. Bitte lächeln. Mädchen im Film. Hochflug. Üble. Platt. Pantomimen. Ja, ich glaube, hier ist jetzt nichts dabei, was die Leute konnten, mit denen ich eben. Die ich eben benutzt habe. So, gehen wir mal zum Speisesaal nach hier oben. Ach, hier bin ich. Hier ist ja viel los. Der sieht interessant aus. Der macht Fotos. Gut, ich schaue mal, wen ich hier so rein kann. Der hat eine Teepfeife. Das macht aber nichts scheinbar. Können wir noch irgendwen reingehen? Ich würde gerne hier so ein paar Figuren ausprobieren. Erkennungsblick. Aha, der kann wieder starren und mir hier. Besondere Leute, okay, der kann das Gleiche. Ich wollte aber hier mal in den rein. Blitzfotos. Ah. Kann ich denn Leute fotografieren einfach so? Aha, bitte lächeln. Benutze Blitzfoto bei Figuren. Das ist ja gut. Hallo. Ja, dann fotografieren wir euch mal alle und machen euch blind. Du auch. Komischer Pantomime-Typ. Das hat nicht geklappt. Ah. Dann halt bei dir. 10 Leute. Das kann ja heiter werden. Ach, warum dreht ihr euch denn weg? Hallo. Hier bin ich. Bitte einmal lächeln. Du auch. Das ist schön. Erstmal immer Blödsinn machen, ne? Wir können ja. Ach, wir befreien die gleich schon noch. Achso, da habe ich gleich beide auf einmal. Hatte ich dich schon? Scheint so. Der hat sich umgedreht. So, und einen noch. Yay!
Sehr gut. So, was haben wir hier? Was ist das für einer? Huch. Der Nordkuss. Was macht der denn, ey? Der küsst die ja kaputt. Muss ich hier irgendwie ein bestimmtes küssen? Oder? Oder ist das eine Kopfnuss? Ah! Üble Pantomimen. Trifft Pantomimen mit der Nordkuss oder Handtaschenschlag. Ah, wer kann denn einen Handtaschenschlag machen? Und der hier macht Musik. Den kann ich aber irgendwie... Achso, doch. Okay, ich will hier wieder raus. Lass mich hier wieder raus. Okay. Blitzfoto. Fester Händedruck. Diese Hand zu schütteln würde mich in schlechtes Licht rücken. Ist das bekloppt? Okay, was kann ich mit dem Pantomime machen? Pantomime. Wer hätte das gedacht? Okay, kann die einen Handtaschenschlag? Ah, ja, dann hier. Bam. Das hat aber jetzt gar nicht gezählt. Warum nicht? Ist doch blöd. Oder muss ich mich als der Pantomime schlagen lassen? Los, schlag mich. Wenn mein Mann doch nur so wenig sprechen würde wie du. Du bist eine Verhöhnung aller respektablen Dinge im Leben. Hm. Oder muss ich eine andere Frau mit Handtasche suchen? Ach so, ich muss einen anderen Pantomimen schlagen, glaube ich. Okay, das macht Sinn. Hier. Bam! So, wo ist noch so einer? Komm her, ich schlag dich kaputt. Da. Hier sind ganz viele Fotografen. Bam, was ist denn hier los? Hier sind so viele Blumen. Ich suche noch einen, der Pantomime macht. Den ich schlagen kann. Hier ist so einer, der... Ach, das ist wieder der Akkordeonspieler. Ich dachte irgendwie eben, der trinkt was. Okay, die hatte ich hier schon, ne? Was ist mit dem? Den hatte ich auch schon. Sind die immer nur die gleichen? Oh. Die kann ich nicht rein, die ist zu groß. Hier ist noch einer. Hatte ich den schon? Yeah! Und jetzt fehlt mir nur noch einer. Den hatte ich wahrscheinlich hier schon. Ja. Fallen ihm die Hände ab. Vielleicht hier oben? Sieht eher schlecht aus. Keine Pantomime zu sehen. Hier ist es schon wieder so dunkel, oder kommt mir das jetzt nur so vor? Ach, der kann wieder den Nordkuss. Okay. Kann man auch in den irgendwie rein? Ach, der kann nur einen Erkennungsblick. Das ist ja nicht so spannend. Ich würde gerne noch einen Pantomime schlagen. Die spielen wieder nur Akkordeon. Okay, hier oben ist also nichts Spektakuläres. Vielleicht muss ich dann mal hier durchgehen. Hier, wo dieser... Was ist mit dir? Dich hatte ich auch schon. Ventilationsraum. Hilfe, der Botschafter ist gefangen. Die Wächter des Barons haben mich hinter dieser abscheulichen Stinkwolke gefangen gehalten. Beseitige das Gas und befreie die Botschafter. Oh, da gibt's aber viele Lösungen. Eigentlich will ich doch jetzt nur, eine Pantomime klatschen. Aber hier ist auch keiner, ne? Gut. Also hier ist der. Man kann nicht durch das Gas gehen, oder wie? Okay. So stirbt man dann. Puh, ich konnte dich gerade noch rechtzeitig vor der Stinkwolke retten. Sei vorsichtiger. Okay. Hatte ich dich schon wahrscheinlich. Ach komm, einen wird es da noch geben, oder? Einen doofen Pantomimen. Oder kann ich den vielleicht mit dem Nordkuss, also... Kann das hier noch jemand? Du. Naja, das bringt auch nichts.
Wenn ich die jetzt nochmal alle mit dem Nordkuss haue. Das ist schon bescheuert. Irgendwo muss ich doch jetzt nur hier noch einer verstecken. Das kann doch nicht sein. Naja, gut. Huch. Kapriolen. Üble Pantomimen. Trifft Pantomimen mit der Nordkurs oder Handtaschenschlager. Hochflugmädchen im Film. Stuart-Stapel zerbrochen. Blumenkind. Die hinten sind ja so Blumen. Aber was das damit auf sich hat? Ach, kann ich eigentlich jetzt in diese Statue reingehen? Aha! Primadonna Wilhelmina. Die kann singen. Zerbrochen. Ah, kann ich damit irgendwen zerbrechen? Oder irgendwas? Ha. Ich wüsste jetzt nicht was. Oder wen. Wen oder was? Die Fotografen ja mal nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht, was man mit der tun kann. So, was ist denn hier? Wo kommen denn die Blumen her? Ist das von dir? Furzt die etwa Blumen oder was? Aromamischung. Felicity Fowler. Blumenkind. Nutze Felicitys Aromamischung bei Fremden oder was? Hier, wollt ihr auch mal probieren? Es ist ganz lecker. Bei Figuren, achso. Ah. Tja. Wenn doch nur alle Frauen Blumen furzen würden, ne? Ah, ich war zu weit weg. Schade. Ich brauche irgendwie hier so eine große Gruppe von Leuten. Hier. Das sieht doch gut aus. Freuen die sich jetzt alle über meine Blumenmischung? So, einen noch. Hatte ich den schon? Juhu! Ein schicker Blumenhut. Wie ist das jetzt? Ja, das ist schon schön. Gut. Haben wir nochmal ein bisschen Blödsinn gemacht? Wen haben wir hier noch? Ich kann wieder Handtaschen klatschen. Was ist mit dem? Meriwerta Malador. Malador. Blähungen. Achso, der ist dann das Gegenstück. Bäh. Aber der muss jetzt nicht wieder Leute anfurzen, ne? Das habe ich ja schon mal gemacht. Der wird erstmal zusammengeschlagen von dem Typen da. Dem Nordkuss. Okay. Waren das denn jetzt alle tollen Figuren? Nehmen wir mal hier in so einen, der kann ja einen Erkennungsblick machen. Special-Figuren? Gibt's hier oben noch welche? Ich glaube nicht. Ne. Gut. Dann versuche ich mal, diese Aufgabe zu lösen. Denn ich weiß ja nicht, ob ich noch eine Pantomime finde, die ich kaputt hauen kann. Also, vier Lösungen gibt es. Beseitige das Gas. So, was ist, wenn ich, wenn wir hier diesen Handwerker-Typen nehmen? So, der kann das warten. Hier gibt es nichts zu warten. Okay, dann... Pff. Hier vielleicht? Vielleicht kann man auch da durchgehen. Hm. Wo gibt es denn was zu warten? Es ist irgendwie alles so dunkel hier. Aber wenn ich so... Ja. Ja, das ist alles ziemlich doof. Okay, dann probiere ich erstmal was anderes. Ich glaube, die Herausforderungen werden auch immer schwieriger, oder? Hö. Ventilationsraum. Ich glaube, ich muss da rein. Dafür brauche ich aber meinen kleinen Charlie. Der passt da durch. So, wo bin ich jetzt? Aha. Da müsste man vielleicht warten, aber ich kann das ja nicht. Also gucken wir mal, ob wir von hier irgendwas machen können. Ach, die können alle warten. Ah. Dann
Probieren wir das doch mal mit dem hier. Aha. Es geht schon mal die Tür auf, aber was bringt mir das? Brauche ich vielleicht mehrere Typen? Kann ich hier durchgehen? Nee. Da geht's nicht lang. Hä? Oder brauche ich hier einen großen... Den großen Typen, um hier draußen irgendwas zu warten? Weiß ich nicht, aber jetzt bin ich ja so groß wie der. Das war ich ja eben auch schon. Notaufnahme. Jetzt bin ich einer zu klein, ne? Kann ich in den rein? Irgendwie? Ja, der steht natürlich genau davor. Geh mal weg. Treppe hoch. Zu eng. Okay, jetzt komme ich aber nicht in den rein. Hm. Und wenn ich... Ah. Schutzanzug. Geheimversteck freigeschaltet. Achso, nee. Druck ablassen. Kann ich denn jetzt da durchgehen einfach? Ah ja. Hallo. Die Wächter des Barons haben mich hinter dieser abscheulichen Stinkwolke gefangen gesetzt. Bitte hilf mir, diese Stinkwolke zu beseitigen, damit ich hier weg kann. Ich frage mich, ob die Stinkwolke durch etwas Süßes neutralisiert werden kann. Ah. Wenn nur jemand den ganzen Gestank hier raussaugen könnte. Hier ist ein Ausschalter, aber ich kriege die Armatur nicht auf. Okay. Das heißt, ich habe jetzt natürlich hier den Typen, der das warten kann. Ah. Das ist ja doof. Ich dachte, der könnte das jetzt machen. Der kann das ja auch nicht. Oder? Naja, der kann nur Druck ablassen. Tja. Okay, dann... Im Notfall einschlagen. Ach so. Gut, dann brauche ich jemanden, der boxen kann. Und das Blumenmädchen.